Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist wie immer unterwegs, ja, immer noch in Kärnten, also nochmal ein Grüß Gott. Ja, also ich starte zur letzten Tour in meinem Urlaub. Ja, den Farkasee, den habe ich noch nicht besucht, da will ich nochmal hin, das ist ja wohl nochmal ein tolles Ziel. Ja, so 45 Kilometer Runde ist heute, es ist jetzt richtig schön nochmal, aber nachmittags sind wieder Gewitter angesagt. Ja, und dann gibt es heute so eine kleine schöne Runde nochmal Genießertour, bevor es dann wieder zur Rückreise geht, ganz in den Norden. Ja, heute nochmal schön genießen mit tollen Bildern, hoffe ich doch wohl. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. This time I am pretty sure. Moments passing away I've never seen before. You held me out of the dark. I always wonder if you were left without a mark. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. Wie ihr seht, bin ich jetzt unten an der Drau angekommen. Ich bin hier an der Autobahnbrücke, der Karawankenautobahn. Da fahre ich gleich rüber. Da ist ein Radweg unten dran gebaut. Da kommt man rüber. Und dann geht es auch bald bergauf. Ein paar Höhenmeter hoch zum Farkasee. Ja, wie man sieht, die Drau ist braun. Die war eigentlich schon wieder türkis. Ja, aber es muss gestern noch woanders kräftig gewittert haben. Wo ich war, da war nur kleine Gewitter. Das war nicht viel. Also das ist sehr regional verschieden. Also deswegen sind Flüsse ja auch immer sehr gefährlich in den Bergen. Weil man sieht es nicht und trotzdem ist oben viel Regen gefallen und auf einmal kommt so ein Schwall. Ja, das darf man nie vergessen. Ja, okay. Jetzt geht's weiter. Da längs auf der Brücke und dann hoch zum Farkasee. Da bin ich doch an dem schönen Farkasee jetzt angekommen. Echt wieder toll anzuschauen. Sehr klares Wasser, tiefblau, türkis. Wunderbar. Ja, das wäre echt zu schade gewesen, den nicht auch noch zu sehen. Auch wenn das wieder nur ein See ist, aber die hintere Kulisse, ja, schon ein paar Wolken sind da, aber es sieht doch immer toll aus vor den Bergen. So einen tollen See. Ja, wird bestimmt noch voller werden, es ist ja noch nicht mal mittags, aber wunderschön. Oh, einfach nur klasse. Mal sehen, was ich hier noch so alles vor die Linse bekomme.
Das ist die Kirche von Fark, zumindest eine davon. Ein schöner Radweg hier rum. Wie immer, 99% des Sees ist privat. Aber egal, es ist nochmal eine schöne Tour hier rum. Lässt sich gut fahren. Bis jetzt nicht viele Höhenmeter oder sowas. Aber macht schon wieder Spaß. Nochmal einen tollen Blick in die Berge. Die sind noch nicht ganz verschwunden in den Wolken. Ja, mal sehen, was gleich noch kommt. Schön ist es. Kaum gesagt und schon ging es los mit den Höhenmetern. Hier durch den Wald und durch die Wiese. War richtig schön zu fahren. Ja, etwas hobbelig war das natürlich. Leicht ausgewaschen. Ja, ich will jetzt mal nicht mehr meckern am letzten Tag. Aber nochmal einen Blick auf den See. Ich komme wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen näher. Aber da wird es gleich voll sein. Und die nächste Runde ja auch schon gleich wieder beendet. Und dann fahre ich nochmal Richtung Drau und Geil. Den Flüsschen, die schön. Die haben mich auch immer begleitet hier in Urlaub. Ja, wunderbar. So richtig gewittrig sieht es echt noch nicht aus. Gestern war es viel schlimmer, viel bewölkter. Aber das geht manchmal ganz schön schnell in den Bergen. Naja, genieße ich nochmal hier ein bisschen den See. Und dann geht's rüber zur Drau. Und geil. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel from now on. From now on. Ich bin an der Geil angekommen und die Tour ist somit auch fast zu Ende. Ich fahre jetzt nur noch sehr bekannte Wege, die ich wirklich schon oft gefahren bin in diesem Urlaub. Ja, die Bilder habt ihr auch schon von dem Weg gesehen. Ja, das war's, Leute. Ja, ein Weinen und ein Lachen im Auge natürlich wieder. Ja, es hat alles ja nicht so geklappt, wie ich wollte in diesem Urlaub. Ja, was soll man machen, wenn man erkältet? Ich weiß nicht, ob es Corona war. Das steckt immer noch in mir drin, also so ganz hundertprozentig. Ist man nicht fit, so dass ich nicht die ganz vielen großen Touren machen konnte. Ja, ich habe zwar in diesem Urlaub sehr schöne Touren machen können, auf jeden Fall Hirsitsch, dieser Pass, diese Runde, die war absolut die Krönung. Auch wenn ich da ja immer nur rumgekrochen bin, ja, oder auch die Villacher Alpenstraße oder auch gestern Görlitzen, das waren die hohen Berge und dann noch die Runden, die ich gemacht habe. War okay, ich habe mir was ganz anderes natürlich vorgestellt. Ich wollte noch durch die Nockberge fahren, Nockbergen Panoramastraße wollte ich zum Beispiel fahren. Das Filetstück auf den Alpe Adria von Treviso runter bis nach Udine.
Das wollte ich eigentlich auch mal mit dem Rennrad machen. Ich kenne den Weg zwar schon, aber ich wollte ihn gerne nochmal machen. Habe ich auch nicht gemacht. Oder Nassfeldpassstraße. Oder, ach, es sind noch ein paar kleine andere. Alle hätte ich eh nicht geschafft, aber naja, was soll man machen? Es war trotzdem schön hier. Wettermäßig muss ich sagen, ging es echt gut. Wo ich krank war, da war ein bisschen kalt an den ersten Tagen, aber naja, ich bin da sowieso rumgeschlichen. Es hat ja trotzdem was geklappt. Also Regen ist man doch größtenteils verschont geblieben. Gestern die Gewitter waren nicht so doll. Weiß nicht, was heute noch kommt. Ja, ist ja auch jetzt egal. Jetzt habe ich nicht mehr viele Kilometer nach Hause, also zur Ferienwohnung. Ich muss sagen, schöne Gegend. Ein bisschen enttäuschend war die Wegqualität, muss ich echt sagen. Davon war ich echt nicht begeistert. Aber landschaftlich toll. Macht was her. Man muss ja auch nicht immer Pässe fahren. Waren tolle Landschaften immer zu sehen. Also auch mit dem normalen Rad kann man hier rumfahren. Es sind natürlich Steigungen dabei, aber naja, auch heute bei der Runde jetzt zurück hier musste ich nochmal über den Berg. Ja, das ist halt dabei. Heute habe ich es gut geschafft. So langsam bin ich wieder auf 100%, aber nun geht es wieder auch nach Hause. Ja, aber es war schöne Gegend. Ja, ich bin so ein bisschen verwöhnt gewesen von der Schweiz, deswegen bin ich hier so ein bisschen. Ja, nicht so begeistert gewesen wahrscheinlich. Ja, die Schweiz ist halt ein bisschen was Besonderes, aber ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist, die Seen sind toll. Ja, alle Seen, die ich gesehen habe, ich glaube, fast alle habe ich. Die großen habe ich auf jeden Fall jetzt mit dem Farkasee, habe ich heute den letzten größeren See hier auch abgehakt. Also ich muss sagen, die Runde war auch sehr, sehr schön. Schöner Abschluss, kann man ruhig sagen. Nicht, für mich nicht mehr so anstrengend. Aber ich wäre gerne auch noch mal richtig hoch in die Berge gefahren, die hier so sind. Aber naja, ich habe es nicht gepackt ganz. Aber naja, die Touren, die 8 Touren, die ihr gesehen habt, ich habe 9 gemacht. Eine habe ich nicht gefilmt, da bin ich bloß hier an den Fluss hin und her gefahren. So als Entspannungsrunde. Ja, das waren wohl klasse Tage. Erholt bin ich vielleicht eher ein bisschen mehr. Ich habe mich ja nicht so doll angestrengt. So komme ich wieder entspannt nach Hause an. Es ist ja ein weiter Weg, ganz in den Norden von Deutschland. Ja, also heute war es nochmal richtig schön. Hat mir sehr gefallen heute die Tour. Das Wetter hat ja nochmal richtig schön mitgespielt. Ja, und dann war es das aus Kärnten. Dann sage ich vielen Dank fürs alles, fürs Zuschauen, für Daumen hoch, Kommentare. Ja, und mal sehen, was als nächstes kommt. Vielleicht mal wieder eine Tour in Dänemark, in Schleswig-Holstein. Zelttour. Ich hätte mal wieder Lust richtig auf Zelten, da muss ich ehrlich sagen. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Eine Zelttour wäre auch mal wieder was. Naja, dann also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ja, Servus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ja, Flachlandradler unterwegs. Also, bis dann. Euer Flachlandradler Thorsten.